Hallo und willkommen zurück zu For the King. Wir haben jetzt den ersten Chaos-Hoshi besiegt. Dabei ist die hier leider ja verendet. Die werden wir aber jetzt wieder ganz machen. Ja, dann machen wir das hier direkt so. Yodala! Was hatte die noch für einen Helm? Kappe des Gelehrten. Bringt Intelligenz. Na, dann passt das schon hier. Die hat ja jetzt das hier plus Rüstung, Max Gesundheit und alle möglichen Immunitäten. Da ist ja auch noch Gefrierimmunität. Das hat die ja hier mit. Dann können wir hier den auch direkt angehen und dabei einmal heilen in einem Kampf. Das heißt, den darf ich nicht... Ah, Mist, der eine war zu weit weg. Okay. Dann machen wir das anders mit dem Heilen. Dann bringen wir den jetzt direkt um. Ja. Durchbohrt. Wir haben immer noch eins Chaos. Aber... Oh, sehr schön. Dann machen wir jetzt hier ein Camp hin. Und dann können wir auch nach dem Kampf direkt nochmal im Camp rasten. Ausruhen. Ausruhen. Und ausruhen. Ich werde mal gerade eins davon übertragen. Und dann können wir jetzt auch rüber und dann danach wieder zurück und da nochmal eine Runde rasten. Nee, 1, 1, 1. Ich bin immer noch nicht auf 2 gestiegen. Auf geht's. Kampf. Naja, er hat halt 7 Rüstungen jetzt. Vielleicht sollte ich da auch ein bisschen umbauen. Dass wir die Rüstung ein bisschen verteilen. Na, was wird das denn? Und was ist das da draußen auf dem Flur? Ja, getötet bekomme ich ihn auf jeden Fall nicht. Naja, doch, bevor er dran ist, komme ich ja nochmal dran. Das passt schon. Sehr gut. Rundumschlag. Perfekt. Mit dem Entzünden ist unwahrscheinlich. Nee, mach mal so, das ist ein sicherer Kill. Ja, damit kann der zumindest kein Schaden. Geblockt, geblockt, geblockt.
Quatsch. Nee. Mhm. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann wieder rasten. Sammeln. Mhm. Na, mit dem ja. Na ja, gut, können wir auch rasten. Dann gucken wir mal gerade. Und ob wir. Erstmal können wir das Geld wieder rübergeben. Wobei. Ne. Kann man das eingeben, ja. 30 kann die mal behalten, für wenn sie mal in der Stadt kommt, dass sie ihre Pfeife ausbaut. So, wir haben das hier beispielsweise. Talent und Glück. Talent benutzt zwar keiner. Aber, na, was hat der? Dann geben wir das da gerade rüber. Dann haben wir das ein bisschen, na, hat natürlich hier keinen Widerstand gegen Magie, aber das ist jetzt bei allen nicht wahnsinnig hoch. Keine Ahnung, wodurch dieses. Na, zwei. Ach doch, okay. Zwei, drei, vier. Ja, aber so haben wir zum. Na, die hat überhaupt keinen Schutz. Vielleicht sollten wir dann das an die geben. Da bringt das aber hier fast nichts. Nee, machen wir. Gehen wir hier hin. Und da muss ich gucken, dass die irgendwas anderes bekommt. Okay, ja, hier machen wir jedenfalls erstmal eine Rast. Also hier nichts machen. Ah, das war natürlich Quatsch. Der hätte rasten müssen und nicht nichts machen. Ausruhen. Mhm. Ausruhen. Ja, genau. Das sind jetzt 9. Das ist eigentlich doof. Verschwendet, aber mache ich jetzt trotzdem. Habe ich halt eine Teilrunde verschwendet. Als Gruppe betreten. Aha, sehr schön. Da ist das Geld geklaut. Ne, tanzende Nessel. Das haben wir direkt mal wieder. Da müsste ich dann auch die Waffe wieder umstellen. Ah, das hat auch nicht gereicht. Mmh.
kommt als nächstes dran, also machen wir den auch erstmal platt. Der sollte auch zu schaffen sein. Sammeln. Dauerhaft plus 1 Widerstand. Dann machen wir das hier. Dann machen wir hier die rostige Klinge. Anlegen. Oder, weil wir ja auch gegen Untote kämpfen. 25%. Könnte das auch Sinn machen? Ja. Mhm. Das könnte jetzt auch ein Gegner sein. Könnten wir identifizieren? Eine Kiste hier am Anfang ist eigentlich schon ungewöhnlich. Das ist wahrscheinlich schon ein Gegner. Andererseits sind wir in so guter Shape, dass das auch keinen Unterschied macht. Vision. Mhm. Mhm. Right. Dadurch, dass wir hier am Schluss ohne, wir könnten, naja, wir haben eigentlich sowieso genug Heilmöglichkeiten hier. Hier haben wir auch noch ordentlich Chancen, das zu entschärfen mit Talentpunkten. Machen wir das so. Okay, aber da sollten wir genug Schaden haben, dass wir den rechtzeitig tot bekommen. Das ist schlecht. Aber die hat... Die benutzt, glaube ich, Intelligenz. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, auf den zuerst. Ach Gott. Muss schon mehr dabei rumkommen. Naja, die benutzt das hier. Naja, das ist dann schlecht. 45% Chance, dass da was funktioniert. Naja. Das heißt, der kriegt auf jeden Fall das durch. Dann können wir auch zuerst den hier umkloppen. Ah, wieso? Überall eins zu wenig. Das ist auch einzelnes Ziel mit einer Chance auf Flächenschaden. Ja, muss... Ja, okay, hat jetzt alles gesessen. Tot kriege ich den eh nicht. Ist der nicht auch? Das ist ein Geist, zählt nicht als Untot. Mm.
Seltsam gut getroffen. Geschwindigkeit. Jetzt verfluchen die mich alle. Ist doch scheiße. Sammeln. Magischer Schaden. Ja, vielleicht ist das jetzt besser, wenn das reduziert ist, das andere. Ja, anlegen. Ja, ich will. Ah, ja. Schnelligkeit ist stark vermindert. Plus Gift. Noch eine Gruppe. Drei Gruppen ist eher ungewöhnlich, glaube ich. Auch verflucht. Glücklicherweise nichts, was hier relevant wäre. Schön. Den kriegen wir eh nicht tot, es sei denn, der crittet. Den könnten wir damit töten. Oh, wunderbar. Gestiegen, sammeln. Bereit. Ja, mit dem Gift muss ich leben. Eine Rast macht ja jetzt eigentlich keinen Sinn für den. Der steigt ja auch in den nächsten Kampf. Aha, sehr schön. Den können wir mit ganz viel Glück wahrscheinlich töten. Den können wir auf jeden Fall töten, wenn er. Ja. Vielleicht macht das am meisten Sinn, da erstmal sicher einen auszuschalten. Okay, dann ist das jetzt auch nicht mehr so sicher. Und Volltreffer. Na super. Jetzt hoffe ich mal, dass die Hexe den nicht angreift. Na Schaden, super. Noch am Leben. Ja, da habe ich jetzt massiv Pech gehabt. Und es hört nicht auf. Toll, davon habe ich jetzt auch nichts gehabt. Klasse, direkt wieder gestorben. Oh, und die treffen alle wie... so Grütze. Mhm.
wenn ich jetzt Pech habe, ist der nächste im Eimer. Ja, na super. Das war ja mal extrem scheiße. Sammeln. Rüstung, Widerstand. Kann keiner mehr brauchen. Sammeln. Sammeln. Toll. Direkt zweimal. Ja, Gruppenheilung. Laden. Das kaufen wir dann auch direkt alles. Aha. Hexenfluch. Ja gut, der hat seinen Fluch beseitigt, indem er gestorben ist. Da macht's nichts aus und da eigentlich auch nicht. Ach ja, da wollte ich das ja für die Pfeife behalten. Okay, weiter geht's. Ja, der hat jetzt auch keine Erfahrung bekommen, weil er ja eben gestorben ist. Vielleicht kriegt er Erfahrung jetzt durch... Ne, die Tür kann er ja nicht aufmachen. Ja, das ist doppelt dumm. Ja, natürlich hat er das nicht geschafft. Wäre auch... Probieren wir nochmal. Das gibt's doch nicht. Na also. Jetzt hat er nämlich auch seinen Stufenaufstieg und die Heilung bekommen. Und hätte der das jetzt nicht 3-4 Mal gebraucht, dann hätte das auch mehr geheilt, als er Schaden gemacht hätte. Gruppenheilung würde 30 auf allen herstellen. Das ist eigentlich noch nicht nötig. Bereit. Ja, natürlich. So, dann... Wir haben verhältnismäßig viel physischen Schaden mit. Ja, alles drauf. Perfekter Schlag. So, da müssen wir jetzt die Heilung machen, sonst ist die tot. Fokus erschöpft nichts. Das habe ich schon mal alles verbraucht. Ja, wenn wir den töten wollen, dann müsste der jetzt voll durchgehen. Yes! Durchbohrt. Da habe ich Glück gehabt. Verflucht unwohl. Vitalität ist vermindert. Aha.
Na, die muss auf jeden Fall dann in der Stadt die entfernen lassen. Perfekter Schlag. Na gut. Ja, müssen wir nochmal heilen. Okay, da können wir den ja machen. Da könnte ich jetzt tatsächlich betäuben, na, 22%, dass man das schafft. Das ist albern. Und weg mit dir. Ja, der war natürlich... Ja, also der Kampf war jetzt okay. Sammeln. Wissen. Aha. Sammeln. Geschwindigkeit. Anlegen. Wiederwahrnehmung. Minus Talent. Das ist jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken. Die kämpft mit einem Stock, der auf Wahrnehmung setzt. Ja, das passt ja dann. Das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft werden, weil ich keine Talentpunkte habe. Keine Dingspunkte. Doch, da. Damit könnte ich Fokus bekommen. Dann geben wir das rüber. Eins an die... Minus 2 Chaos. Ehe du meinem Zorn entfasst, diese Stimme, bla bla. Da müssen wir jetzt hin. Ja, okay, davon können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr profitieren. Das ist weiter gesunken. Ich weiß auch nicht, wie genau das da zählt. Ich glaube, wenn die dran kommt, ist es weg. Gut, aber die braucht es ja eh nicht. Dann geben wir die Portalrolle mal rüber. Da oben wäre auch noch eine Quest, aber... Das hier wäre am sinnvollsten. Wir sind aber jetzt auch... Die Wolken waren vorher nicht so dicht wie jetzt, oder? Weil das hier muss ich ja auch erkundet haben eigentlich darunter. Ja, am besten wäre es wahrscheinlich dahin zu gehen.
Beziehungsweise dahin. Machen wir die erstmal kaputt und gehen dann weiter nach Westen. Ja. Das geht gar nicht bis dahin. Hirn. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Allerdings ist es... Ja, ist nicht ganz optimal, aber passt schon. Mhm. Können wir nichts investieren? Kampf! Probieren wir. Genug Hitpoints haben wir. Und genug Resistenzen auch. Das ist ja schon ein Panzer hier. Und ich glaube, ohne wäre der auch sehr, sehr schwer gewesen. Wenn wir jetzt allerdings immer nur noch Pech haben. Oder sowas passiert. Vielleicht triggern wir es jetzt nicht nochmal. Aber dann warten wir lieber mal, bis die anderen auch da sind. Ja, das Ding ist jetzt weg. Betreten. Dann gehen wir hier direkt mal weiter. Das hier unten ist kürzer. Der kann nicht assisten, oder? Nee. Dann nehmen wir das hier zum Rasten. Hier in einen Punkt. Dann probieren wir das hier nochmal. Die ist alleine im Kampf. Das ist jetzt immer eins, oder wie? Ach nee. Ja, kann jetzt nicht mehr gewinnen. Sein, das schlägt jetzt alles fehl, aber das... ist wohl eher unwahrscheinlich. Was ein Scheiß. Das heißt, wir müssen wieder da aufkratzen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob beide in den Kampf einziehen können, wenn das funktioniert.
Sollte ja. Toll, 8 Erfahrungen. Das hat sich ja voll gelohnt. Der kann nicht in den Kampf. Das heißt, der wird rasten. Ich bin ja jetzt auch schon auf ein Leben runter und habe diesen einen Schrein verballert. Also insgesamt 3 Leben verloren. Ich meine, ich habe ein bisschen Wissen gesammelt, aber nicht viel. Kampf. Ja, die sollten jetzt wiederum kein Problem sein. Ja, den Kampf eben hätte ich halt noch gewinnen können, wenn ich das direkt erfasst hätte und dann direkt auf Schaden gegangen wäre. Sammeln. Oha. Dass das fehlschlägt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Also mit allen dreien anlegen. Sammeln. Minus 1 Chaos. Ja, Wahrnehmung ist vermindert. Braucht die aber eigentlich nicht. Das kann... Moment, mit wem bin ich jetzt in der Stadt? Mit der da. Die hat die Mistgabel, was shattern kann. Die hier können weg. Mhm. Der ist nur 1. Na gut, wir sind sowieso auf 0. Vielleicht... Das ist jetzt ein bisschen dumm. Aber ich denke, es macht Sinn. Wir geben das Geld hier noch rüber. Ja, die hätte auch stattdessen in der Stadt bleiben können und rasten. Dann hätte... Das war auch dumm. Dienste. Wir machen das hier noch einmal besser. Kaufen hier ein. Die können weg. Das hier wäre... Na, das macht halt jetzt keinen Sinn wegen dem Fluch. Moment, der andere Fluch ist weg? Weil die gestorben ist. Ja. Primitiver Stab. Den könnten entweder... Moment. Verstopftes Buch. Naja, der hier kann ja außerdem zerbrechen. Dann lassen wir das so.
Ja, war jetzt doof, die da rüberlaufen zu lassen. Ich hätte die direkt hier stehen lassen müssen. Neuer Tag. Ansonsten können wir hier aber auch nichts kaufen. Wahrnehmung, Geschwindigkeit. Die sind ja auch günstig. Und könnte sie beispielsweise brauchen. Das hier, Moment, wenn der da noch nichts hat, dann sind es auch sogar die hier das wert. Geben an. Noch mehr Rüstung. Das ist eigentlich ein bisschen Overkill. Geben wir die darüber. Anlegen. Die Rüstgabel, die Mistgabel bringt natürlich auch noch Rüstung. Jo, weiter geht's, dann kann auch da einer heilen. Achso, und der muss die Fackel wieder anlegen. Dass der getötet wird mit dieser Armor, ist eher unwahrscheinlich. Nice. Damit könnten wir zwischen denen hin und her teleportieren, wenn es nötig werden würde. Oh. Perfekt. Was ist das für einer? Bandit. Banditenlager hatte ich jetzt noch nicht entdeckt, oder? Nee. Ich glaube, es war ein anderes Spiel. Ja, also wir sollten nach oben. Wir können jetzt hiermit schon weiter erkunden. Ist ein Gift. Ja, müssen wir quasi trinken. Natürlich. Der Bonus ist zu gut, als wenn man das nicht machen könnte. Als wenn man das nicht tun könnte. Wie auch immer. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Und wenn wir noch da gehen, könnten wir auch beide angreifen, in beiden Kämpfen mitmachen. Ich hoffe nur, dass das hier beim nächsten Mal funktioniert. Die Chancen sind nach wie vor 50-50. Bam. Na, die hätte ihren Fokus noch. Weiß ich gar nicht, ob das den Fokus geheilt hätte. Normalerweise nicht. Die kann das auch probieren. Kriegt natürlich auch das Gift ab. So, aber das muss doch jetzt funktionieren. Also, von der Wahrscheinlichkeit her natürlich nicht. Der Hass! Wieso wird denn das nicht mehr... Wird die Quest mir nicht mehr angezeigt?
Wir könnten jedenfalls den hier jetzt... Ne, würde aber ordentlich Verstärkung bekommen. Der hier eher nicht. Das sind aber von vornherein mehrere. Der wartet hier erstmal, heilt mit den 6 und kriegt da wieder 3 Schaden. Dann gucken wir erstmal hier rein. Aha. Dieser schreckliche Turm ist Harazul, ein verfluchter Ort und der Quell des Chaos. Er wird von einem Schild geschützt, den wir durchbrechen müssen. Ich weiß, wie das gelingen kann. Suche die Schlüsselfragmente an diesen Orten. Und da irgendwo was, ja. Ja. So, Quest. Chaos reduzieren. Annehmen. Direkt daneben, das ist ja perfekt. Aha. Markt, was haben die denn hier? Ein Bastardschwert. Die sind aber auch gut teuer. Habe ich kein Geld für. Plus 3 Stärke. Lederrüstung plus 5 Rüstung, 3 Widerstand. Kostet aber auch 83. Das hier ist mal extrem gut. Für 44 aber. Kann ich mir alles nicht leisten. Der würde da mitkämpfen können. Aber, ja, das, ach, der ist auch noch 4. Wäre ja schön, wenn ich dann erstmal auf 3 steigen würde. Ja, dann werden wir hier mal rasten. Oder wir gehen mal da hin. Das ist aber 0. Und dann könnte er nicht mehr weiterhelfen, weil der keinen Unterstützungsbonus hat. Ja, ja, der macht nichts. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt 4 mal 50% in Folge. Failed. Wollt ihr mich verarschen? Da kann man natürlich jetzt auch seine Runden dran verbringen. Diesen Mist da zu trinken und immer nur bei 50% zu failen. Das gibt's doch nicht. Katakomben, Mini-Dungeon. Okay, ist aber auch 4. Ne, ist 3. Okay. Ja, wir müssen hier was zwischendurch tun. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nichts tun. Na super. Direkt mal 2 verblutet. Also nicht verblutet, aber angeblutet. Das wäre Rüstung ignorieren. Die Chancen sind nicht gut, aber... Passt. Das war Glück. Dann... na toll. Prozent entzünden. Schaden macht der sowieso keinen. Also der würde den eh nicht töten. Probieren wir das. Ja. Mhm.
Vielleicht hätte ich da schon heilen sollen. Gut möglich, dass der den jetzt angreift, dann ist vorbei. Hab ich Glück gehabt. Das war Schrott. Ach nein, das gibt... Und die Waffe kaputt gegangen. Ne, meiner hat doch nicht nochmal was getickt. Acht Erfahrung. Ja, ob es das wert war. Sammeln. Zwei Stärke. Das kann der aktuell brauchen. Plus vier Rüstung. Senkt Geschwindigkeit. Na gut, er muss das nehmen. Ja, das Gift ist jetzt ein bisschen ungünstig. Dann werden wir jetzt hier mal einen Heiler konsultieren. Damit wir jetzt die Gruppe angreifen können, was wahrscheinlich auch nicht ganz ohne wird. Ja, Kampf, die sind vier. Aua. Alter Falter. Shit. Ja, der muss schon heilen. Die können wir zumindest töten. Ja, das schockiert ist auch mal extrem doof. Ah, 25. Ja, ich kann nicht jede Runde heilen, dann kriege ich auch nichts tot. Flächenexplosion auf alle. Ja, wenn der nochmal angegriffen wird, ist er sofort im Eimer. Die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch. Zündel, Zündel. Ne, die ist immun. Aha. Ja.
Die ist zumindest noch über diesen Gott-Dings da gecovert. Der kriegt maximal 2 Schaden durch, das ist auch nichts. Dann können wir das ja mal mit den 30% versuchen. Ja, nicht. Mit Brender zumindest. Yes. Okay. Sammeln. Können die mal haben. Körperlicher Schaden. Anlegen. Aber die Gegner werden auch ziemlich übel stärker. Rüstung und Widerstand, das können die brauchen. Ja, versuchen wir die Höhle. Oh. Die könnte das auch probieren. Macht aber... Bräuchte eigentlich ihre Heilung. Der müsste eigentlich das... Das da unten... Giftimmun ist niemand. Ich brauche eigentlich diese 2 Rüstungen, oder was das ist. Kann man sich wahrscheinlich aussuchen. Okay. Schön. Okay, das Gift ist weg. Why? Da haben wir vergünstigten Preisen. Plus 1 Max Fokus, plus 3 Stärke. Plus das sind 13 Schaden, 16 Schaden, 12 Schaden. Das hier ist schon ordentlich. Kaufen und anlegen. Ich weiß gar nicht, ob... Das ist zweihändig. Das ist auch zweihändig. Und das war jetzt auch kein besonders guter. Den können wir verkaufen. Lederstiefel, die braucht... Die kann die eigentlich noch tragen. Kommen wir jetzt nicht hin, muss ich gleich machen. Schwerer Bogen. Kann auch weg. Ansonsten ist da jetzt auch nichts mehr, was ich haben wollen würde. Na. 24 EP bringen die jetzt. Mhm. Da oben haben wir auch noch eine Stadt. Mir werden seltsamerweise nicht mehr die Quests angezeigt. Tagebuch. Das Publikum hing mir bei jedem Ton an den Lippen. Sie haben applaudiert und zu meinen Volksliedern gelacht, zu meinen Balladen geweint und zu meinen Gavotten getanzt. Ich wusste, ich würde heute ein Abendessen bekommen und eine warme Pritsche, um darauf zu schlafen. Vielleicht in Begleitung dieses strammen jungen Burschen. Woher hätte ich wissen sollen, dass sie glaubten, Jodeln wäre ein Zeichen des Teufels? Und wo hatten sie plötzlich überhaupt all die vielen Mistgabeln her? Mhm. Plündern. Wissen. Oha. Nice.
Mistgabel haben wir ja schon. Ne, ja, aber auf dem anderen. Sammeln. Questbrett. Wird nicht korrekt auf der Karte angezeigt, wo es noch Quests gibt. Das ist auch dumm. Oh, und da hinten, bevorstehende Ereignisse werden auf... Da gibt es dann Chaos Hoshi. Aha. Da unten, das ist ja ganz praktisch. Naja, eigentlich ist es nicht praktisch. Besser wäre es, wenn das hier in der näheren Umgebung wäre. Wo man noch hinlaufen müsste. Aber der könnte sich runter teleportieren. Die müsste ja erstmal hochlaufen, um sich zu heilen. Und dann wieder runterlaufen. Ist auch nicht so günstig. Ja. Gut, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Aber hier das mit dem am Brunnen trinken und immer wieder zu failen. Das ist ja auch 5-mal hintereinander mit 50%. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit besteht, aber... Sowas darf einfach so ein Spiel da nicht kaputt machen, dass man da Runde für Runde hängt und jedes Mal, ja, oder man ignoriert halt das Ganze, aber ich glaube, dafür ist das Spiel zu sehr darauf aufgelegt, auf Schnittmengen und oder Schnittwerten und da kommt man dann halt nicht drauf und da ist ein Dungeon, wo wir dann hin müssen, Stufe 6, Gott. Gut, ja, ich mache hier einen Schnitt, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, bis dann.